Trainerdebüt für David Wagner im Stadion am Niederrhein. Rot-Weiß Oberhausen empfängt den FC Schalke 04 zum Testspiel. Und Schiedsrichter David Ulankiewicz freute sich wie 6000 Zuschauer auf eine unterhaltsame Partie zwischen dem Regionalligisten und der Bundesliga-Auswahl von Schalke 04, die hier von Anfang an das Zepter in die Hand nahm. Das ist eine unfreiwillige Kopfballverlängerung und dann ist da Rahman, Benito Rahman, der Neuzugang aus Düsseldorf. Doch Yannick Löde hat noch den Fuß dazwischen, der Captain aus Oberhausen rettet hier in höchster Not. Schalke blieb aber dran. Nächste Flanke und Matondo mit der frühen Führung für die Königsblauen. Rabbi Matondo aus der Jugend von Manchester City gekommen. Der Waliser trifft hier zu diesem Zeitpunkt hochverdienten 1:0 Führung. Und Schalke machte immer weiter. Das ist wieder Matondo im Strafraum, geht da rein. Aber Davari ist hier der Sieger, der Torwart von Oberhausen, behält die Oberhand gegen Matondo, wird aber gleich wieder unter Druck gesetzt. Das ist Burgstaller. Aber wieder einer von den Roten dazwischen. Defensiv warfen die alles rein, was sie hatten. Schalke bleibt hier erstmal nur mit 1:0 vorne. Und dann plötzlich auf der Gegenseite. Flanke, Kopfball. Pisano, der Neuzugang aus Gladbach, verfehlt hier minimal das Gehäuse. Und Schalke gab nochmal Gas kurz vor der Halbzeitpause. Matondo legt auf und das ist Rahman. Was macht er denn da? Aus kürzester Distanz verfehlt er hier das Tor. Das hätte das 2:0 sein müssen. Aber so ging es mit 1:0 in die Kabine. Und David Wagner schickte dann in der zweiten Halbzeit eine komplett neue Truppe auf den Platz, die sofort mal gut anfing. Das ist Skripitzky und der schickt Kutucu. Und der bleibt cool. 2:0. Für Schalke 04, Ahmed Kutucu. Seit er 15 ist, ist er auf Schalke. Heute, 4 Jahre später, ein Mann für die erste Mannschaft. Lässt Davari hier keine Chance. Schalke mit 2:0 in Front. Dann aber mal Oberhausen. Steinmetz mit dem Schuss. Wozniak mit der Parade. Der Mann, der eigentlich das Tor der U23 hütet, hier der Sieger, bleibt auch in der nächsten Situation im Fokus, kommt hier raus. Aber Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Oberhausen versuchte jetzt mehr in dieser Phase. Schalke natürlich auch immer wieder gefährlich. Kutucu! Doch Davari ist hier der bessere Mann. Hält diesen Ball. Und dann nochmal die RWO mit Christian Merz. Und mit dem Anschlusstreffer. Christian Merz in der 78. Minute macht sich hier ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Vor 4 Tagen hat er Geburtstag gehabt. Jetzt schlägt es hier ein. 1:2. Und Oberhausen wollte dann plötzlich mehr. Das ist wieder Merz. Brachialer Schuss an die Latte, Schalke im Glück. Das hätte gut und gerne der Ausgleich sein können. Christian Merz mit einer guten Partie heute. Wozniak wäre dann nicht mehr rangekommen. Doch die letzte Aktion gehörte wieder den Knappen. Das ist Blechatti aus der Dortmunder Jugend. Und dann ist Kutucu da mit dem 3:1. Eiskalt, Ahmed Kutucu schnürt hier den Doppelpack fest. Und das war dann auch die letzte Situation des Spiels. Schalke bezwingt Rot-Weiß Oberhausen im ersten Test der Saison hochverdient mit 3:1. Als nächstes warten eine Auswahl aus Bottrop und Wattenscheid auf S04, bis es dann zum Härtetest gegen den Premier League-Aufsteiger aus Norwich City kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank
fürs Zuschauen.